Nachdem wir Nemo gefunden haben, begeben wir uns nun auf eine neue Suche. Und zwar nach dem heimlichen Liebling des ersten Teils, der vergesslichen Paletten-Doktorfischdame Dory. Und bevor ich hier unsere Verlosung vergesse, hau ich die mal gleich raus. Wir verlosen eine mit Wasser gefüllte Federtasche mit passenden Bleistiften, dazu Mauspads und diese Tasche hier. Schreibt uns einfach eine Mail an verlosung@bubblegumtv.de mit dem Stichwort Walisch. Jetzt heißt es aber einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen in den Beitrag. Denn wir haben die Synchronsprecher des Films getroffen. Nein, ich weiß, wo meine Eltern sind, in der, wie heißt das noch, dieses Becken. Unsere Mission? Dory finden. Dabei behilflich sind uns Olympiamedaillenträgerin Franziska van Almsick und Christian Tramitz. Also ich würde normalerweise, wenn ich sowas kriege, würde ich länger schütteln und länger überlegen, welches Ei ich nehme. Ich war jetzt schnell mit dem Zugreifen. Das ist nur ein Überraschungsei. Guck mal, das haben sie jetzt so gemacht, dass man es nicht mehr aufmachen kann, damit die Kinder das nicht verschlucken. Da ist ein Bagger drin, das ist für mein Kind. Und? Das ist, ja, sieht doch gut aus. Beluga, oder? Genau. Das immerhin eine Figur aus dem neuen Disney-Hit haben wir finden können. Ah! Wo seid ihr denn hin? Du bist doch weggeschwommen. Meine Eltern, ich hab mich... Doch auch Hauptfigur Dory haben wir gefunden, zumindest ihre Stimme. Sie wird im Deutschen natürlich wieder von Anke Engelke gesprochen, geschrien und gesungen. Bei Findet Dory ist Anke gern dabei. Ein Film, der alle berührt. Findet Dory ist ein Film, der ist für alle Altersgruppen gemacht. Was würde denn die 6-jährige Anke zum Beispiel sagen? Was würde sie besonders toll finden an dem Film? Ich würde wahrscheinlich Hank sehr gut finden, weil ich dessen Charakter erstmal ein bisschen gruselig finde. Und das fand ich als 6-Jährige, glaube ich, sehr spannend, wenn da jemand ist, der ein bisschen rätselhaft ist, aber auf den ersten Blick sofort sympathisch ist. Rein charakterlich finde ich den super, weil der eine Kombination ist aus Klugheit, Gewitztheit und einem klaren Plan. Korallenwelt! Ich weiß, wo das ist! Das ist das Becken direkt neben... Wen interessiert's? Vorsicht! Septopus Hank scheint alle zu begeistern. Auch Christian Tramitz, der Nemos Vater Marlin spricht, und Franziska van Almsick, die als Lautsprecherstimme des Biologischen Instituts zu hören ist, kommen ins Schwärmen. Dann los! Ich komm doch nicht mit! Wenn du denn eine andere Rolle hättest sprechen können, welche wäre das gewesen, wenn du dir das... Hank, absolut. Finde ich super. Also der Hank ist ja wirklich der Knaller. Also am Anfang kommt er irgendwie so spröde und so öde irgendwie so rüber und so ein bisschen so gemein und fies. Also am Anfang hat man eher so ein bisschen Angst vor ihm. Aber der ist echt cool. Kalifornien liegt einmal quer durch den Ozean. Na, dann wollen wir mal los. Wie kommt es nur, dass jedes Mal, wenn wir hier am Rand dieses Riffs sind, einer von euch abhauen will? Doch auch überhaupt Charakter Dory können Schauspieler Christian Tramitz und Spitzenschwimmerin Franziska van Almsick sich nur freuen. Dory ist natürlich auch eine sehr dankbare Figur, weil sie auch immer alles vergisst und alles wieder erklären kann. Das ist für die Kinder vielleicht besser. Ja, und der Vorteil ist, so lebt sie irgendwie immer im Hier und Jetzt. Eben. Ist es was wir uns abschauen können? Was kannst du dem abgewinnen? Ja, da kann man vielleicht was abgewinnen später, wenn man mal dement wird, dass es alles gar nicht so schlimm ist und dass man damit eigentlich ganz gut umgehen kann. Ja? Es gibt auch berühmte Fische im Kino, die genau denselben Defekt haben wie man selbst. Ich liebe, glaube ich, an Dory eher so dieses Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen. Also dieses, egal was kommt, ich muss weiter und es geht weiter. Und irgendwie geht es schon weiter, weil in dem ganzen Film natürlich auch immer die Frage ist, was würde Dory jetzt tun? Aus welchem Becken bist du? Was? Ich bin aus einem Becken? Aus welchem denn? Ich muss dahin. Im Film macht Dory sich auf die Suche nach ihren Eltern und geht dabei, wie sollte es anders sein, verloren. Kaum haben wir Nemo gefunden, geht die nächste flöten. Das Schöne ist, dass sie uns dabei abseits der Meere in ein biologisches Institut führt. Ja, tolle Idee. Nimm mich mit, um sie zu finden. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Los geht's. Nein. Ich hätte gern deine Marke, damit ich deinen Platz in dem Cleveland-Truck bekomme. Man geht wirklich, wenn man Findet Dory schaut, anders durch so ein Aquarium, weil man sich jetzt die Welt, weil man sich dann die Welt irgendwie von der anderen Seite besser vorstellen kann. Geht's dir gut? Ja, was würde Dory jetzt tun? Wer ist die Dory?
Kein Disney-Film ohne Moral. Diesmal beobachten wir eine Dory, die mit Selbstzweifeln kämpft und dann ihre Stärken kennenlernt. Ein Prozess, den viele Teenager durchmachen und dabei zwischendurch ganz schön dödelig sein können. Hey, jetzt bleibst du da. Erzähl's mal Geschichte aus eurem Leben. Das weiß die Natur. Die Natur hat das so eingerichtet, dass sie geschützt werden vor der eigenen Dödlichkeit. Dass sie auch dann in der Schule so sitzen den ganzen Tag und es verpennen, dass ihnen da etwas mitgeteilt wird. Es gibt natürlich ätzende Lehrer, aber es gibt auch sehr viele tolle Lehrer, die kluge Dinge vermitteln und wollen, dass man ein bisschen was schnallt fürs Leben, fürs Sogenannte. Da aber nur zu hängen so ein paar Jahre und Musik zu hören oder nicht dabei zu sein, ist Zeitverschwendung. Aber es ist dann so eingerichtet, dass man dafür andere Sachen sehr gut kann. Dass man sehr gut nachts sehr gut wach bleiben kann. Dass man ganz gut rauchen kann. Dass man wahnsinnig viel dummes Zeug reden kann. Das sind ja alles auch Talente. Da muss doch irgendwo auch was Gutes dran sein. Hey, Leute, ich bin auf der Suche nach meiner Familie. Oh, gute Idee. Ich stell mich tot. Hey, Jungs. Wir lieben Dory wohl gerade deshalb so sehr, weil sie nicht perfekt ist. Genau wie jeder von uns. Die Suche nach ihr lohnt sich. Also auf ins Kino. Findet Dory. Mom, Dad, ich bin's, Dory. Sie soll sich einfach zwei aussuchen und dann raus hier. Ups. Ab 29. September im Kino. Mein Name ist... Hab ich wieder was vergessen? Ich leide unter Gedächtnisschwund. Christian Trames, jetzt weiß ich's wieder. Und ihr schaut Bubblegum TV. Wer war jetzt Dory? Im Kino.